Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es mal wieder ein paar Leaks zu Pokémon Karmesin und Purpur und dort sind nun einige sehr interessante Informationen dabei, denn eventuell heißt es sogar, dass wir schon nächste Woche einen neuen Trailer für Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur kriegen könnten. Das klingt schon mal sehr wild und dazu haben wir einige Informationen von dem Twitter-User IBPUE. Easy, ich hoffe mal, das ist richtig ausgesprochen. Und zwar hier zu dieser folgenden Reservierungsseite der Pokémon Company. Und dazu schreibt der User: Okay, die Pokémon Company bereitet sich darauf vor, uns neue Informationen zu zeigen. Das letzte Mal, als ich die Seite aufgerufen habe, wurde ich noch nicht nach Login-Daten gefragt. Aber nun taucht dieser Login-Bildschirm auf. Und das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon. Kurz bevor wir neue Informationen bekommen haben, gab es diesen Fall mit diesem Login-Bildschirm. Und das heißt, dass es nicht mehr lange dauern sollte, denn in der Regel war es früher auch immer so, dass es dann in den nächsten 10 Tagen, nachdem dieser Login-Bildschirm aufgetaucht ist, neue Informationen gegeben hat. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, dann sehen wir auch, dass der User am 25. Juli geschrieben hat: Es bleiben noch 10 Tage übrig, bis die Reservierung in Japan anfängt. Und das war jetzt schon vor 3 Tagen, bleiben also noch 7 Tage übrig, also sollte es am 4. Juli soweit sein. Aber auch noch sehr interessant, wenn wir das Ganze mal mit Schwert und Schild und Pokémon-Legenden Arceus vergleichen. Und zwar war es bei diesen Spielen immer der Fall, dass das Datum des Trailers immer kurz vor der Reservierung stattgefunden hat. Also bei Schwert und Schild war die Reservierung am 2.7.2019 und der Trailer kam schon am 8.7.2019 raus. Bei Pokémon-Legenden Arceus war die Reservierung am 19.8.2021 und der Trailer kam einen Tag davor am 18.8.2021 raus. Also wenn wir von Karmesin und Purpur die Reservierung am 4.8.2022 erwarten können, dann heißt das wahrscheinlich, dass wir ein paar Tage davor den Trailer sehen können. Also ich schätze mal, es wird, denke ich mal, schon erst im August sein, so zwischen dem 1. und dem 3. August, ist aber nur meine persönliche Einschätzung. Und ich denke, einen neuen offiziellen Trailer können wir alle ganz gut gebrauchen, nach dieser Leak-Welle, die wir in den letzten Wochen hatten. Kommen wir jetzt wieder zu Zentroleaks und wir haben nun einige Abschnitte von der Karte bekommen. Und zwar folgende Information: Jetzt da der Leaker verschwunden zu sein scheint, können wir einige der Bilder teilen, die er geteilt hat. Erstens Paldea-Karte. Das erste Bild ist im Spiel, das zweite ist Konzeptkunst, das dritte ist ein Overlay mit der Karte, die wir im Trailer gesehen haben. Und das ist schon mal sehr interessant, hier einige Einblicke auf die Paldea-Region zu bekommen, auch wenn es jetzt hier nur auf der Karte ist. Aber auch sehr cool mit dem ersten Trailer, da wurde ja damals auch viel spekuliert. Es wurden auch viele Hinweise dem ersten Trailer entnommen von dieser Karte. Da konnte man ja auch damals die Umrisse der Iberischen Halbinsel mehr oder weniger entschlüsseln. Und jetzt hier mit diesem Overlay und den zwei Bildern, die wir davor bekommen haben, kriegen wir schon mal einen ganzen Abschnitt zusammen. Und das ist schon mal richtig cool, wie ich finde. Klar, mal wieder hier schön verpixelt und alles, aber es ist schon mal ein guter Blick auf einen Teil der Paldea-Region. Dann kommen wir zu einigen sehr groben Skizzen, würde ich mal sagen. Und zwar hat Centro hier dieses Bild gepostet und darüber geschrieben: Dieses Bild ist eine Skizze von dem neuen Regenwurm-Pokémon. Und ja, auf der Skizze sieht es schon sehr aggressiv aus, als hätte es vorne solche Zähne. Aber die Skizze ist halt echt schon richtig billo. Also das ist schon, denke ich mal, wenn es echt ist, so eine richtige Anfangsszene, wo einer einfach die Idee hatte: Hey, ich hab eine Idee für ein Regenwurm-Pokémon, komm, ich zeichne mal hier, guck mal, das sieht doch cool aus, oder? So, als wäre das so das allererste Ding, was man dazu entworfen hat, aber... Also wenn das stimmen sollte, dass das Regenwurm-Pokémon schon im ersten Trailer gezeigt wurde mit diesem Erdloch, dann denke ich mal, dass es halt safe ein Boden-Pokémon sein wird. Und wenn das hier wirklich mit den Zähnen und so stimmen könnte, dann vielleicht Bodenstahl, vielleicht aber wegen Regenwurm doch Bodenwasser, könnte, denke ich mal, beides der Fall sein. Aber die Skizze ist jetzt, denke ich mal, noch nicht so der Rede wert, sage ich mal. Dann kommen wir weiter mit Skizzen. Und zwar gibt es jetzt richtig grobe Skizzen zu den Entwicklungen der Starter-Pokémon. Und ja, fangen wir da einfach mal mit der letzten Stufe von Krokel an. Und hier erkennen wir natürlich den Vierbeiner und das Krokodil. Und auf der Schnauze sehen wir diesen Vogel. Also, diese Skizze sieht schon so aus wie dieses
Bild, das wir mittlerweile alle kennen sollten, welches Riddler gepostet hat, mit dem Krokodil und dem Hahn auf dem Kopf. Dann kommen wir weiter zu der Quacks-Entwicklung und hier sieht man echt nicht viel. Man sieht einfach nur die Umrisse einer Ente. Also mehr kann man da glaube ich echt nicht sagen. Also man sieht halt den oberen Teil einer Ente. Die letzte Quacks-Stufe soll ja auch ein Zweibeiner sein. Ja gut, davon sieht man jetzt aber nicht so viel. Also auch nicht so aussagekräftig. Und als letztes kommen wir zu der letzten Stufe von Felori. Und ja, diese Skizze kommt schon dem richtig nahe, was wir schon bis jetzt gesehen haben. Also mit diesem oberen Abschnitt, wo wir diese Maske sehen konnten, wo wir auch hier diesen Kragen sehen konnten. Also das kennen wir eigentlich ja schon. Dann habe ich hier nochmal eine überarbeitete Liste der ganzen neuen Formen und Entwicklungen, die wir in den neuen Spielen bekommen werden. Und ihr seht hier schon, bei den regionalen Formen haben wir nun drei Tauras abgebildet. Im letzten Video habe ich ja gesagt, dass der Leaker gesagt hat, dass wir nun drei verschiedene regionale Tauras kriegen werden, die innerhalb der Region verteilt sind und eines dieser Taurus-Formen wird den Solo-Typen Kampf haben. Die anderen beiden werden jeweils einen Doppeltypen haben. Bei den neuen Entwicklungen hat sich nichts getan, da haben wir immer noch dieselben Kandidaten. Bei den Paradox-Vergangenheitsformen haben wir auch noch dieselben Pokémon. Das Gen 2-Pokémon wurde noch nicht enttarnt. Bei den Paradox-Zukunftsformen haben wir jetzt nun Hariyama hinzugefügt bekommen, von dem wir aber auch schon wussten, dass dieses eine Zukunftsform kriegen wird und dort wurde das Gen 2-Pokémon auch noch nicht entschlüsselt. Und bei den Konvergent-Pokémon, also den regionalen Fakes, hat sich auch nichts weiter geändert. Dort haben wir weiterhin das Dicta-Fake-Pokémon vom Typ Wasser und ein Wasser-Pokémon aus Generation 1. Dann sehr cool wurden uns ja immer wieder die Arena-Leiter hier gezeigt und auch hier die Fanarts und nun hat es sich ein Künstler zur Aufgabe gemacht, hier mal alle Arena-Leiter, die uns bekannt sind, mal vernünftig aufzuzeichnen und nun haben wir dieses Bild. Also nach wie vor fehlt halt immer noch der 8. Arena-Leiter oder Arena-Leiterin. Aber das sind schon mal die 7, die uns bekannt sind. Und das sieht einfach nur abnormal gut aus. Also mit den Arena-Leiter-Designs bin ich definitiv sehr zufrieden. Und ich würde mich definitiv freuen, wenn wir auch so coole Sugimori-Artworks zu denen bekommen würden. Weil ich finde, das sieht schon sehr, sehr nice aus. Was ist denn eure Meinung dazu, Freunde? Also mir gefällt es richtig gut. Dann haben wir hier noch dieses Fisch-Pokémon geleakt bekommen und Pokémon League schreibt darüber, letztes Bild, welches von Kaka gepostet wurde und innerhalb von 30 Sekunden gelöscht wurde. Und dazu sehr schwierig, es gibt keine Beweise, dass Kaka dieses Bild wirklich gepostet hat und für viele sieht es auch nach Fake aus, als wäre es ein Libiskus, bei dem die Farben geändert wurden. Und ja, dem stimme ich auf jeden Fall überein, also der vordere Teil, jetzt ohne die Schwanzflosse, sieht wirklich aus wie Libiskus, wenn ihr mich fragt. Als wäre die Schwanzflosse hinten jetzt noch hinzu zugefügt worden, um daraus ein neues Pokémon zu machen und scheinbar hat es dann auch so eine Art Stein auf der Stirn. Aber laut Leaks sollen wir auch ein neues Fisch-Pokémon bekommen. Aus dem Grund schwierig zu sagen, könnte Fake sein, könnte aber auch real sein. Ist halt wieder Pixelbrei hier, aber Freunde, was denkt ihr denn darüber? Aber dann sollte es heute mal wieder mit den Leaks reichen. Was haltet ihr von den Leaks, die ich euch heute präsentiert habe? Seid ihr eigentlich durch die ganzen Leak-Videos mehr gehypt auf die Spiele oder eher weniger, weil ihr euch denkt, ja, die Inhalte sind echt nicht so cool oder die Inhalte sind schon sehr cool? Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Aber dann, meine Freunde, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.